Hey Leute und willkommen, meine Pokémon-Freunde, zurück zu Pokémon Blue Edition. Wir sind jetzt hier wieder, frisch im Leben, in der gleichen Stadt wie sonst auch immer in Prisma City. Und diese Folge hätte ich gerne mal Lust, die Arena durchzumachen, denn wir haben T-Rocket letzte Folge besiegt, verscheucht, wie auch immer. Wer ihn nicht gesehen hat, kann die gerne nochmal reinschauen oder einfach am Ende des Videos draufklicken. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier lang gehen, denn hier ist der Weg dorthin. Oder auch nicht. Da ist hier nur ein Item. Irgendwo. Sollte ein Item sein. Okay, und dann halt nicht. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ihr seht schon, ich kenne mich hier nicht aus mit dem originalen Spiel. Lil. Soll ich eigentlich irgendwo lang? Da irgendwie so. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, es gibt eine unsichtbare Wand, wo ich einfach durchlaufen kann. Ich glaube, da bin ich am falschen Spiel. Da kann ich durch. Mit einem Schneiderbäumchen. Einfach mal halt durch. Ach ja, oldschool. Erstmal hier das Pokémon auswählen, was der Schneider gerne einsetzen möchte. Das wäre Satze. Und dann... Ja, dann bin ich durch. Wenn wir in dieser Folge die Arena schaffen, dann werden wir auch schon weitergehen. Ich gehe mal aus, wir gehen erstmal in die nächste Stadt und schalten Lavandia, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wo es eigentlich weitergeht. Wait, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, kann das sein? Ich will mal gucken. Doch, natürlich waren wir, hä? Okay. Ist das hier einfach nur eine Abkürzung? Okay, cool. Okay, cool. Ah ne, ja, hier ist wahrscheinlich irgendwo ein unsichtbares Item, weil ich aber jetzt keine Lust habe. Ja, hier geht's lang, okay, okay, gut. Pokémon auswählen. Die neueren Teile sind besser mit diesen auswählenden Sachen. Nein, du sollst dich umdrehen. Wieder ist nix. Und wie ist es da noch? Okay, cool Spiel, 10 out of 10. IGN, okay, nee, jetzt weniger zum Spaß, mehr zum Real, was wir hier machen müssen. Ah, hier gibt es ein Easter Egg, wenn man so sagen kann. Prismania ist hier die Pokémon Arena-Leiterin, Erika, die Prinzessin der Natur. Diese Arena ist voller Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall irgendwas im Japanischen, hat er irgendwas Perverses gesagt. Halt, stellt euch diesen Satz in pervers vor. Sowas hat er gesagt. Und ja, diese Arena ist voll mit Frauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so heißen soll, hey, eine Frau mit Blumen und alles. Was ich jetzt nicht wirklich unterstützen würde, weil ich mag auch Blumen. Jetzt nicht so, wie man jetzt denkt, aber ja, ich finde Blumen jetzt nicht so schlimm. Aber ich will jetzt nicht jeden Tag pflanzen und so, wenn ihr versteht. Also ich habe jetzt nichts gegen Blumen. Es gibt auch Leute, die sagen, Blumen vom Mädchen auf Wetter. Ja, die zocken eh nur Countess. Okay, ja, das war jetzt eine allgemeine Runde, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Prismania City, Erika, bisherige Sieger, Gary. Gary ist immer bisherige Sieger. Die Arena ist ziemlich langweilig hier. Im Original. Ich meine, guckt euch das an. Wir werden hier gegen. Oh, okay. 4, 5, 6, ich glaube 7, 8, 8 Trainer, glaube ich, sind das. Trainerin natürlich, sorry. Weil wir hier gegen kämpfen. Aber wir sind alle nicht schwierig. Hey! Du darfst hier nicht hinein! Ja, also wenn wir diese Folge gegen den Trainer kämpfen, cool, oder? Ich find's auch cool, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind nicht ganz falsch mit Patex, mit unserem Taboga. Das soll ich doch endlich mal entwickeln. Mit Skrute werde ich hier nicht kämpfen, weil Skrute ist hier unterlegen. Also ja. Ich kann bis jetzt noch eure Kommentare nicht lesen, wie gesagt, wieder eine neue Folge mit OBS aufgenommen wird gesehen. Ja, ich hätte mal ehrlich gesagt Lust, ich wollte mich mal erkundigen gehen, ob es eigentlich einen Adapter gibt, damit man Elgato an die Gamecube anschließen kann. Wahrscheinlich gibt es sowas. Wäre ziemlich cool bei Gamecube, wie ihr wisst, die beste Konsole auf jeden Fall. Ich liebe sie. Und hätte eigentlich schon Lust drauf. So coole Let's Plays. Dann bräuchte ich nicht den Dolphin-Emulator so. Immerhin, ne? Ich meine, die Konsole
GameCube, die kostet nur ca. 40 Euro. Das ist, da sagt ihr jetzt wahrscheinlich, das ist nix. Aber die Spiele, die kosten ungefähr so viel wie, weiß ich nicht, ein Switch-Spiel, ein Wii U-Spiel, so. Wenn ihr versteht, wie ich das ausdrücken möchte. Und jetzt bin ich paralysiert wegen dem Lappen. Ja, die Arena ist sehr nervig. Und ja, ich mag sie nicht wirklich. Aber ich glaube, dass der Ton nicht so gut ist. Das liegt mehr so hier an den Warte, ich kann mal gucken. Ups. Ich kann mal ganz kurz was nachgucken, aber nein, eigentlich sollte alles daran liegen, dass das OBS immer nicht stimmt, dass der Audio immer anders ist. Was ist das jetzt hier? Ich würde den Kampf gerne kurz skippen. Egal, komm, wir machen den. Ach, was ist denn das? Ein Hit. Den kannst du doch wohl machen. Einen Hit. Komm schon. Dankeschön. Das ist eine miese Taktik, finde ich. Oh Gott. Ja, Level 29. Das hast du nötig. Yay. Sei nicht so grob zu mir. Doch, das werde ich. Bin zu faul, um zurückzulaufen zum Pokécenter. Deshalb pumpe ich ihn jetzt voll mit. Nein. Sag mir nicht, wir haben. Hyperheiler wäre das gewesen. Haben wir einen Hyperheiler, bitte? Haben wir einen Hyperheiler? Bitte. Nein! Ich habe keinen. Paraheiler habe ich keinen. Dann halt nicht. Hi, willst du noch kämpfen? Hier dürfen nur Frauen da rein. Wer sagt das denn? Also ich sehe kein Warnungsschild, hey, nur Frauen erlaubt. Also ja, ich weiß ja nicht, wer diese doofe Regel gemacht hat. Oh, Bisasam! Oh, cool. Ja, leider muss ich jetzt sterben. Oh, Egelsamen. Das ist eine gute Taktik, weil mit Egelsamen verliere ich jede Runde Leben. Und er ist so wie ein Blutsauger. Er kriegt jetzt meine KP. Und das geht jetzt ewig weiter, bis ich ihn besiegt habe. Ich würde gerne vorspulen, aber es ist nicht, it's not possible. Ich habe gerade so komische Gefühle, wenn ich das so aufnehme, weil ich Angst habe, dass die Qualität runterleidet. Also meine Tonqualität. Tja, aber das ist halt leider so. Kann ich jetzt auch nicht groß ändern. Bisa Knosp. What? Das nennt ihr Bisa Knosp? Ich meine, erstens, es steht auf zwei Beinen. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, okay. Aber, und zweitens, es sieht mehr aus wie ein Frosch, also wie ein wirklicher Frosch mit einer Knospe auf dem Rücken. Als ein Bisa Sam halt, ne? Wenn ihr versteht, wie ich das ausdrücken will. Komm schon. Nein! Patex! Wieso? Wieso haben wir denn keinen. Wir haben nicht mal einen Hyperheiler. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Was sollen wir. Skrull vielleicht verwenden? Nee. Doch, komm, wir machen einfach was Skrull. Ich will mal sehen, wie so ein Skrull aushält gegen ein Bisaknoss. Ich meine. Oh, von den Leveln her würde ich ja gewinnen, ne? Lieber setze ich Biss ein. Das macht mehr Schaden als so eine schlechte. Also wie so ein Wasserattacke, denn das ist ja nicht gut an ihn. Giftpuder! Physisch bist ja ganz der coole, was? Ich verschwende hier einfach nur die Folge. Würde ich vorspulen, dann wäre einfach viel einfacher. Was meint ihr? Findet ihr das cooler, wenn man so vorspult, oder findet ihr das lahm? Ich glaube, nächste Folge, ich guck mal, vielleicht nehme ich damit was anderes auf. Ich bin schockiert! Hoffentlich. So. Nehmen wir noch einen Trainer, genau, und danach. Kommen wir hoffentlich rein. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an! Man kann sie ohne Mühe trainieren! Ja, das zeigt euch auch aus. Okay. Die Schönheit hat eine andere Stimme verdient. Das war ziemlich komisch. ja.
Patex, bitte greif sie an. Oh, aber kein Wickel. Ich weiß noch gar nicht mal, wie weiß ich das jetzt am Ende. Ja, schneiden halt werde. Aber es sind halt so, so Sachen, die jetzt mich interessieren. Was für mich jetzt wichtig ist. Für euch ist es nicht wirklich ganz wichtig, außer dass die Folge jetzt ein bisschen leiden könnte wegen der Qualität, wegen der Tonqualität. Ist wahrscheinlich jetzt ungefähr so gut wie mein Stream-Tonqualität, welche eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, aber jetzt gerade ist sie irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht, es ist alles komisch, ich muss da mal gucken. Ich glaube viel zu viel darüber. Ach komm. Wieso? Muss ich hier leiden? Mit solchen langweiligen Kämpfen. Komm schon, besiegt sie einfach. Scheiß auf die Vergiftung, ich gebe einfach einen Beleber. Klofensa, ja, kurz tauschen, damit wenigstens Patek so ein bisschen Erfahrung bekommt. Immerhin. Ja, ich will bestimmt nicht kämpfen mit ihm. Bringt nichts. Leider nicht. Ich mag die Arena nicht. Es ist irgendwie hingeklatscht. Ich meine. Ja, ja, okay, ja doch. Ich brauche keine Argumente. Jeder sieht es eigentlich. Es ist irgendwie hingeklatscht, die Arena. Ich mag sie nicht. Besonders schwierig ist sie jetzt auch nicht wirklich. Sie ist halt ziemlich nervig und verschwendet gerade meine Zeit. Ich will die Arena in dieser Folge schaffen. Komm schon, besieg einfach. Wenigstens ein Volltreffer, immerhin. Noch ein Trainer, dann kämpfen wir gegen diesen vier Trainern, die innen drin sind. Nein! Doch, das tun wir. Mir wurde es schon langweilig. Du hast nur auf mich gewartet. Okay. Ach, vier Punkte. Oh! Oh, nein. Nein. Aber komm. Hatex, komm, das kannst du. Saboga, komm, diesen Kampf wirst du wohl hinkriegen. Es ist kein Knüffelser, was ich wickeln könnte. Siehst du? Easy. Ich glaube, das wird auch die Dinge sehr viel einfacher machen, wenn sich Patek entwickeln würde. Es dauert aber jetzt noch. Es ist erst Level 36, glaube ich. Genauso wie bei Schillock to Turtok. Ja, okay, ein Professor, da werde ich dann erstmal so, damit ich Erfahrung bekomme und dann tauchen. Das Gute wird sich jetzt nach drei Level-Ups entwickeln. Was ziemlich cool ist, finde ich. Und mit deinem Wickel kannst du eh nichts erreichen. Das ist sogar das Gift effektiver. Komm, ich lass ihn down gehen, oder? Ja, ich lass ihn down gehen. Sorry, Skröte, muss halt sein. Aber warte, warte! Ich muss jetzt schon noch besiegen, ne? Nein! Ach, komm, Skröte. Muss mein Satz jetzt irgendwas machen. Komm, ich heil erstmal. Es ist halt AIDS, wenn ich das so sagen darf. Ich sag das trotzdem so, es ist mir egal, was ihr sagt. Ey, Satz ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, er ist nicht als effektiv, aber er wurde gerade nicht getroffen oder war das nur die Giftattacke? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ein Mirabla, da kann doch unser Patex gerne helfen. Bei dem Unkraut. Könnt ihr gerne beseitigen. Ich weiß nicht, ob ich es bis jetzt schon tue, aber ich habe jetzt mal Lust oder vor mit. Ich glaube, das hieß Sony Vegas Pro oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann mal eben nachgucken, ne? Könnte ich schon. Was mache ich jetzt? Nö. Weil die Folge eh schon zu langweilig ist. Also, muss ich ja. Ja, Vegas, ja, okay. Ja, damit wollte ich halt. Videos machen. Also die schneiden mal nicht. Ja, weil ich habe gehört, das ist ziemlich gut. Und ich hoffe, das ist nicht so kompliziert, weil ich. Ja, weil ich sonst lange brauchen werde wahrscheinlich. Bis ich da reinkomme. In die Techniken.
Aber ja, nur dass du Bescheid wisst, dass ich dann was anderes schneide. Ich weiß nicht, wann ich es tue. Wahrscheinlich jetzt schon lange oder so. Weiß ich nicht. Level 30, endlich! Nach dieser Folge werde ich auch endlich mal unsere Kommentare sehen können. Großenteils. Ach so, ein Knopfenser, ja, der tut da auch nicht. Sorry. Ja, wir wahrscheinlich schaffen wir die Arena-Leiterin nicht. Traurig, aber wahr. Oh, jetzt schlafen wir auch noch, oder was? Ach, seht ihr mein Problem? Was ist, wenn ich vorspulen würde? Wären wir schon längst fertig wieder. Oh, ich bin sofort aufgewacht, okay. Ja, okay. Wickel ist so eine nervige Attacke. Sie regt auf. Ach komm, mach nur noch wenigstens One-Hits. Das Kröte, du bist ziemlich schwach. Im momentanen Stand. Endlich besiegt. Meine Frisur ganz zersaust. Ja, hast du selber angebracht. Pokémon. Sartse, Schneider. Dankeschön. Hi. Willkommen in der Pokémon Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, wir wollen so einen Witz rausbringen mit Flower Power. Wait. Das hatten sie aber nicht. Und was ist das für ein Sprite? Den kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Den habe ich echt noch nie gesehen, den Sprite. Gut zu wissen. Toll. Komm ich mal was hinzugehen oder so. Ja, wir machen mal die Größe die ganze Arena durch. Ist ziemlich witzig, ne? Keine Wirkung. Oh. Come on, okay. Jetzt bin ich wieder. Ach. Ich wollte meinen Satz auch an so einen Abfucker-Pokémon machen, so wie diese Rodigaria. Aber ich glaube, meins ist mehr so ein Allrunner, wenn ich so sagen darf. Also ein bisschen so mit allem. Hm. Also ja. Oh Gott. Oh Gott. Das wird nichts. Ich habe auch eigentlich gesagt keine Lust, irgendwelche Items zu kaufen. Da bin ich viel zu faul für. Oh, ich kann mich dieses Geräusch. Das nervt. Satze. Kannst du also schon was machen, oder? Ich glaube, am Ende der Folge ich nochmal Pokémon Center. Oder so. Ach, bin ich blöd. Oh, bin ich doof. So, die Attacke würde ich machen. Damit ich meine Pokémon heilen kann. Ja. Ich glaube, Pokémon können wir irgendwann mal wieder machen. Ein Duflo. Aber wir machen. Ey, Satz macht eigentlich einen guten Job, muss ich sagen. Das Duflo. Ich weiß, wir schon mal gegen Duflo gekämpft haben, aber. Da ist es. Happy Birthday. Ja. Come on, besieg es halt. Was? Das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass ein Trainer gegen wir den kämpfen. Das Pokémon austauscht. Haben wir es auch mal gesehen. Hätten wir ein Feuer-Pokémon, wären wir schon längst durch. Aber ich habe halt gerade keins und ich glaube, das werden wir auch so gesehen nicht wirklich haben. Das hat er sogar einen Trank benutzt. Was ist das? Komm schon. Besiege es aber ganz schnell. Easy. Was daneben? Aber es hat keine Wirkung. Komm, komm, ja. Wieso ging das jetzt daneben? Wir haben was verpasst. Aber ich muss echt sagen, Satz räumt auf. Pflanze gegen Pflanze läuft eigentlich gut. Ich meine, gut, ich greife mir eine normale Attacke an, was auch normal effektiv ist, aber ja. Nice. Gewonnen. Jetzt noch drei weitere Kämpfe, aber die werden wir wahrscheinlich schaffen. Ich habe verloren. Ja, immer die gleichen Texte, glaube ich, oder was? Ich glaube, ich weiß schon, wer der Erinnerte ist. Und zwar die wir noch nicht gesehen haben im Zweit. Bringe bloß keine Käfer- oder Feuer-Pokémon hierher. Käfer-Pokémon. Oh, sowas wie Raupi. Oder ein Bibo, wo wir die Attacke hätten lernen können. Also ja, ein Tipp für euch. Ihr könnt gerne Bibo nehmen.
würde euch in dieser Arena um einiges helfen. Oder wenn ihr einen Glomander genommen habt, würde ich auch um einiges behilflich sein. Was ihr auch tun solltet, Paraheiler holen und Gegengifts. Eventuell auch Aufwecker, denn ihr solltet nicht so machen wie ich, uns nicht holen. Gut, so gesehen habe ich es ja. Ups. Nein, was war das denn jetzt? Okay. Nicht so wie ich machen. Ja. Komm schon, wir siegen es halt. Ich habe ja alles, nur kein Paraheiler. Und das braucht man am meisten hier. Und die Folge ist ja schon zu Ende. Beenden wir den Kampf auf. Nee, ich komm, Mann. Komm, verlängern wir die Folge mal ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das machen sollte. Oh, die Musik gar nicht mehr, aber das ist so bibi, bibi. Aber ich hätte auch gar nicht dagegen, wenn das Patex verreckt, weil ich habe erstens Beleber und zweitens wäre die Paralyse halt weg. Das wollte ich sagen. Ach komm, dieser eine Balken! Absorber, bitte nein. Patex, wenn du das nicht schaffst, dann tue ich erst ein Team. Ich wollte schon sagen. Hat sie mich traurig gewesen. Oh, du Grobian! Oh, muss da jemand weinen? Dann würde ich sagen, machen wir die Arena in der nächsten Folge fertig. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn die ziemlich, ich würde mal behaupten, langweilig war. Ich werde jetzt nochmal eine Folge aufnehmen, habe ich mir jetzt beschlossen. Und ich glaube, danach gehe ich in die nächste Stadt oder so. Ich weiß nicht. Haut rein. Könnt gerne liken, könnt gerne abonnieren, Glocke anschalten, irgendwo rein, draufklicken für die nächste Folge oder für meinen Kanal. Und ja, haut rein und ciao.